Hallo und herzlich willkommen bei Planeo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Dominik und wir renovieren eine Wand im Treppenhaus auf Glätte. Das heißt, sie wird gespachtelt. Typisches Bild. Es musste damals schnell eingezogen werden, vor gut 15 Jahren. Do-it-yourselfer hat die Wand mit Vlies geklebt, einfach direkt auf den groben Putz draufgeklebt. Und wir haben hier wirklich stellenweise, ich sag mal so, hier hört man das, Hohlräume hinter. Jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Jackpot, die ist mit Latex gestrichen. Das heißt, mit nass machen und abreißen, es wird etwas schwierig. Wir werden gucken, was uns erwartet. Wir werden dabei gehen, die muss so gut es geht runter, vielleicht auch nur partiell, je nachdem wie es klappt. Schauen wir dann, bleibt einfach mal dran. Bevor wir jetzt mit dem Spachteln beginnen und die ganzen Wände einmal auf Glätte spachteln, prüfen wir natürlich den Untergrund. Wir haben ja schon festgestellt, Vlies direkt auf Putz geklebt, mit Latex übergestrichen, das heißt mit Abreißen wird es schon etwas kriminell. Aber wenn ich jetzt hier so drüber fühle, dann höre ich schon, wo so teilweise lose Stellen sind, wo es leicht beult. Das muss natürlich runter, sonst haben wir keinen Verbund zur Wand. Das zeigen wir euch mal kurz hier zum Beispiel, das hört man auch ganz gut, wenn ich jetzt hier so klopfe oder mal so drüber gehe. Und dann machen wir einfach hier so eine Stelle, wo es lose ist. Und werden das erstmal nur partiell, so weit wie es geht, lösen. So, der Rest, kann man ganz gut sehen, der ist noch fest. Aber wirklich dann nicht so viel als wenn nötig. Kann man das jetzt wunderbar sehen, dass hier wirklich nur ein grober Putz und das Vlies direkt hier drauf geklebt wurde. Ich sag mal so, das ist heute wirklich der Fall, egal was für eine Tapete ich mache oder ob ich nur streiche, also die Wände glattspachtel, ein Untergrund sollte in 85% der Fälle, egal wie ich weiterarbeite, sowieso glatt sein. Also ihr werdet ums Spachteln, also das vollflächige Spachteln, meistens nicht drum herum kommen. Ich sage, es gibt Ausnahmen bei gewissen Putzen, die haben schon eine gewisse Struktur. Das ist dann nicht so schlimm, da fällt dann sowas nicht so auf bei so einem Putz oder bei einer Raufaser. Da kann ich mein Auge zudrücken. Aber sonst bei fast allen Arbeiten komme ich ums Spachteln, um das vollflächige Spachteln nicht drumherum. Ganz wichtig, weil dann vermeiden wir auch solche Geschichten. Hier ist auch nicht so wirklich grundiert worden. Man könnte jetzt auch eine Grundierfarbe nehmen. Man sieht hier wirklich das grobe Putzbild. Und wie gesagt, das musste damals schnell fertig werden. Da wurde einfach mit normalem Kleister das da drauf geklebt. Und dann habe ich auch mal gewisse Hohlräume, Unebenheiten. Und da packt die Tapete dann nicht so ganz. Und darum haben wir dann so ein Schadensbild. Also wie gesagt, glatt ist die Devise. Also man kann das wirklich fühlen, ob da Hohlräume sind. Das hört sich dann anders an, wenn man. Das wird jetzt auf dem Video nicht so ganz rüberkommen, vom Sound her. Aber man kann das wirklich recht gut hören, ob das einen festen Grip hat zum Untergrund oder hört sich das so hohl an, wenn man da drüber fühlt. Ja, bis jetzt ist noch alles gut. Bleibt man nicht, schade. Wirklich einmal die ganze Wand abfüllen. Hier sieht man schon so ein, oder man sieht auch teilweise dann Beulen, wenn dann irgendwo so eine Blasenbildung ist oder so, dann ist natürlich klar. Ja, nur weil es hier insgesamt bucklig ist, einmal ruhig so leicht drüber fühlen und dann. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr eine Fußleiste abnehmt und die ist genagelt, kommt es ganz häufig vor, dass noch ein paar Nägel hier unten drin bleiben. Bitte dann auch sofort rausmachen. Das ist ganz entscheidend. Ich gebe euch nur den Tipp. Wenn man dann nachher montieren ist und man ist am Spachteln, dann muss man einigermaßen zügig arbeiten. Wenn man dann noch anfängt, mit der Zange dann den Nagel rauszuholen, in der Zeit zieht einem die Spachtelmasse an. Also auch immer wirklich im unteren Bereich immer auch ein Augenmerk drauf haben. Jetzt habe ich hier vom Abkratzen, ich sag mal so leichte Kanten, leichte Vertiefungen. Bevor wir jetzt hier an die Fläche gehen zum Spachteln, ziehen wir die einmal ganz leicht vor. Dass wir schon mal ein bisschen Fülle drauf haben. Das ist jetzt übrigens auch die gleiche Masse, wo wir nachher auch die Fläche mitspachteln.
Das ist eine Pulverware und auf Zementbasis. Ja, also so ein, ich sag mal, so eine Universalmasse. Das ist so ein, die haftet auf jedem Untergrund. Ja, also wenn man mal nicht genau weiß, welche Masse nehme ich, welche Spachtelmasse. Also so eine Zementäre in Pulverform ist immer, ist auch für Mischuntergründe, die ist wirklich top. Also wenn man sich mal wirklich unsicher ist, hält das nachher oder nicht. Wir haben jetzt hier auch nicht grundiert, ne, dann sowieso immer. Ja, ist die schon ganz gut. Auch schön, wenn ihr das sehen könnt, ruhig stramm, dass wir jetzt auch nicht zu viel schon wieder auf der Fläche drauf haben. Wenn jetzt hier mal so eine kleine, ein bisschen vom Dreck, so eine kleine Macke drin ist, nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass wir dann schon mal diese Kanten von dem Abgekratzten einmal vorgefüllt haben. Dass sich das nachher nicht markiert beim zweiten Mal spachteln. Das ist auch generell so, wenn ihr jetzt flächig spachteln wollt und wir machen jetzt diesen Trick mit der Zahnkelle, dass das wirklich mit einmal auch gut wird, so, sag mal, so grobe Putzwände, die man normal zweimal spachteln müsste, geht ihr natürlich vorher einmal durch. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Nägel aus den Wänden genommen habt oder so, habt da mal so kleine Löcherchen, gebe ich euch nur den Tipp, spachtelt die einmal ganz grob vor. Ja, das ist, dann fällt das nachher nicht so bei. Hier zum Beispiel hatten wir mal ein Loch vom Handlauf. Das wurde damals einfach nur so grob übergespachtelt, das sieht man jetzt schon. Also es ist schon mal gespachtelt worden, fällt aber leicht bei. Ja, wenn ich sowas sehe, schon mal im Vorfeld, kurz einmal ganz stramm, ganz wichtig ist ruhig die Kelle, ganz stramm halten und dann einmal da drüber und gut. Schön wird es danach gemacht. Das Gute an der Masse ist, die hält selbst auf Kunststoff. Also da haben wir hier so einen Dosendeckel, diese etwas größeren, einfach drüber. Ist schon echt gut. Und falls ihr Fragen habt zu der Masse, ruft an, meldet euch. Wir haben genug Mitarbeiter bei Planeo, die helfen euch gerne weiter. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, habt keine Angst. Ruft an, schreibt eine Mail, alles wird gut. Wieder einmal der schönste Part im Leben des Handwerkers. Wir sind soweit fertig.
Wir haben die Wand ein bisschen nachgekratzt, das Vlies abgekratzt, nachgespachtelt, die ganze Wand nochmal flächig gespachtelt. Wir haben die ganzen Wände hier mit unserer Doppeldecker gestrichen. Die wiederum haben wir mit unserer Samtlatex nochmal übergestrichen, weil hier im Treppenhaus kann es mal öfter passieren, dass man mal irgendwie Fingerabdrücke dran hat oder so, und die kann man einigermaßen nachwaschen. Darum haben wir uns dafür hier bei der Wand dafür entschieden. Die haben wir auch in einem Altweiß dann nachgetönt, dass das auch alles zusammenpasst nachher. Wir haben es ja immer leicht gebrochen gemacht, das Weiß. Hat alles gut geklappt. Sieht super, super schnuckelig aus hier, die Baustelle. Hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ein bisschen animiert. Mal ein bisschen was zu tun bei euch. Sage ich immer so schön. Wir haben ein super kompetentes Team. Also ihr könnt euch ruhig gerne melden, anrufen. Drückt vor allen Dingen die Klingel. Daumen hoch und... Wir haben hier auch noch eine Infobox, da findet ihr alles zu unseren Produkten, technische Merkblätter etc. Also besucht uns ruhig, scheut euch nicht davor. Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt bei den anderen Projekten. Wir haben noch so viele Projekte vor uns, also wir sehen uns bald wieder. Ciao.